Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von SimCity. Lang ist es her, als wir die letzte Aufnahme in der Woche, naja, fast sogar zwei Wochen, weil der liebe Fabian nicht aufnehmen wollte. Der andere wollte nicht, der lügt doch schon wieder. Naja, Fabian, verspießt dir nicht. Nein, Spaß. Erstmal reingejoint und erstmal hier Häuser abreißen, die wir abreißen müssen. Weißt du schon wieder sehe, ich habe immer so eine Finanzkrise, das gibt's gar nicht. Kaum im Spielen schon wieder am Verzweifeln. Wie im echten Leben, ne? Das Junge, ich komm rein, da steht da, okay, du hast noch 3000 Simoleons und du machst minus. Geil. Du machst minus 8000 in der Stunde. Ich denke mir einfach, willst du dich verarschen? Ich glaube, das liegt daran, dass du halt deine Stadt so genannt hast. Ich meine, Krisenheim, ja, das ist schon so ein Name. Die hab ich heute umbenannt. Ja, aber Krisenheim, weißt du, Fabian, das sagt's halt schon aus. Die habe ich eben gerade so genannt, weil die so scheiße ist, ey. Ja, Krisenheim. Das ist so eine Müllstadt, ey. Ich nenne die Müllheim jetzt, ey. Nee, ich bleib bei Armageddon City, weil wir die Babus hier sind. Auf dieser Map. Aber mich würde trotzdem gerne interessieren, was in diesem Update drin war, was heute rauskommt. Zumindest habe ich eins runtergeladen heute, 7,4 MB für die, die es interessiert. Falls ihr das wisst, könnt ihr es natürlich mal in die Kommentare schreiben, aber ich gehe mal davon nicht aus, dass ihr das wisst. Weil, ja, ihr wisst es halt einfach nicht. Fertig. Google hat mir aber auch nichts gesagt. Und bei mir ist schon wieder Stau, so wie ich das mag, natürlich. Ich spiele jetzt auf Stufe 1, ey. Was ist Stufe 1? Ja, Geschwindigkeit. So, ja, ich auch gerade. Ich muss ein bisschen Überblick gewinnen wieder. Ist ja schon schließlich. Oh, 8% erforscht von dem Müllatomisierer. Das ist natürlich super. Strom habe ich eh noch im Überschuss. Wasser. Oh. Ganz, ganz, ganz schlecht. Oh, ich mache immer noch Minus, halt. Was fickt euch? Ich habe zu wenig Wasser. Ja, dann schau mal. Hey, ich kaufe sogar bei dir, aber ich krieg irgendwie das Wasser nicht geliefert. Das ist bestimmt wieder ein Anzeige-Bug von SimCity, kenne ich doch alles. Ich mache immer mehr Minus. Sag ich ja. So, jetzt hat. Na, eigentlich dürfte es keine Minus machen, weil ich kaufe von dir Strom ab, Wasser und Control Net nebenbei. Ja, reicht aber nicht. Ich habe eine Big, Big City hier. Ach du Scheiße, Alter, wenn man auf einstellt, dann braucht es so 10 Jahre für irgendwas. Oh. Egal, hat man Zeit nachzudenken. So. Ich habe nur ein Atomkraftwerk und das ist ja das Wellenkraftwerk. Alter, geil. Schon geil, wenn du das so siehst und siehst einfach, dass du einfach unendlich viel Strom hast, ja. So gesehen. Richtig OP. Und Omega Co. will was von mir. Bin mal gespannt. Oh, bitte, du verzockt, die Stadt könnte jetzt mehr in Einkommen vertragen. Ja, das weiß ich auch. Ja genau, ich mache jetzt erstmal noch eine Fabrik auf. Ich habe bloß schon zwei aufgemacht. Reicht ja nicht, ne? Wieso wird jetzt nichts gebaut? Hast du das Kernfusionsanlage erforscht oder was? Kernfusion? Anlage. Anlage. Mhm. Die ist nämlich erforscht und ich weiß nicht. Ja, habe ich. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich die machen soll. Ich wollte schon mal ausprobieren. Aber erstmal, wenn die Stadt ein bisschen besser nachläuft. Noch besser. Sagen wir das mal, wenn so ein riesen Stromausfall da ist, dass ich nicht in die Schuldenfalle tappe. Was können wir denn noch alles erforschen? Haben wir auch schon alles erforscht. Der Erdreiniger, den möchte ich auch noch unbedingt erforschen, weil den könnte ich auch mal benutzen. Ich mache nur noch 400 Minus. Was wollen denn die Leute von mir? Mal gucken. Sympathie 80%, alles steigt. Oh Gott, bin ich beliebt. Ich bin halt ein Hengst, ne? Wo ist das zweite Haus zum Abreisen? Ich mache Sympathie 80%. Ah. Verdienen Sie 50 Dollar, indem Sie Kontrolleinheiten an Nachbarn verkaufen. Nice. Tust du doch eh schon, Alter. Ja, habe ich eben gerade die Aussicht bekommen. Ich muss. Also. Leute, ich werde auf jeden Fall das durchsetzen. Ich erforsche erstmal alles, was man erforschen kann.
sparen wir fett Kohle an, so richtig fette, dicke Kohle. Und dann reißen wir die komplette Stadt erstmal weg und bauen die erstmal neu auf. Natürlich dann mit dem Fortschritt, was wir schon erreicht haben. Weil, ja, das ist ein bisschen blöd halt mit den Straßen und so. Damit es mal ein bisschen besser planen können. Ja. Weil es halt mit dem Berg hier richtig kacke, ne? Das ist zu viele Abbrüche in der Umgebung. Ich verzweifle nur gerade. Ja, das hört man jetzt auch raus, würde ich behaupten. Die wollen eine Universität oder was? Ja, warum möchte ich denn deswegen jetzt eine Universität? Eine Uni, stellen Sie eine Elektrozentrale auf. Wieso? Ressourcen erschöpft. Ja, es soll mir egal sein. Recycelt ja. Megaturm. Was ist los? Unzufriedene Bewohner. Oh ne, nicht schon. Ja. Das ist nicht gut. Was geht, weil keine Zeit für Pausen bleibt? In einer Apartment-Etage. Ich glaube, das ist eine Erschöpfung, ne? Ja, und was soll ich da machen können? Es ist so eine dumme Scheiße, habe ich noch nie gehört. Aber hier steht wieder dann so, weißt du? Ich sag allen Freunden, sie sollen hier einzeln, aber nur 6 Einwohner. Ich auch noch. Hier ist alles voll, voll, voll. Ich schnall es nicht hier. Was soll ich da jetzt machen? Ja, das ist natürlich. Ich sag dazu nichts. Oh, ich glaube, ich habe einen zweiten Megaturm gebaut, ne? Oh ja, habe ich sogar. Büro Hightech. So, ich habe gehört, wir bauen erstmal eine Hightech-Büroetage nochmal. Und ich mach wieder Plus, ey. Weil wir brauchen ja Arbeiter, ne? Danach nochmal gescheite. Wie heißt's? Wohnungen, genau. Oh, ich komme langsam stark ins Minus rein. Anna, soll ich sagen, wie viel Plus ich mache? Ja. 1. Ja, ist doch gut. Ich hasse meine Stadt sowas von, ey. Ja, ich hasse meine Stadt auch teilweise, aber du musst sie halt. Die Autobahn geht einfach so quer durch die ganze Map und dann musst du da irgendwie so Scheiß reinziehen. Ja, aber schau mal, du musst sie. Nicht genug Omega, Alter, wieso? Oh, ich weiß, woran es liegen könnte. Ja, nee, du musst die Stadt umkrempeln, sodass es funktioniert. Ja, das ist ja die Herausforderung. Das geht nicht anders. Weißt du, bei dir geht nie was, schon mal gemerkt? Was? Bei dir geht nie was. Ja, ich weiß. Schon mal dann gemerkt, dass du einfach zu faul bist, es richtig zu machen. Ich meine. Also, wir könnten ja gerne die Städte tauschen, dann müsstest du. Dann kennst du mal mit meinem Problem. Nee, ich hab mir hier zu viel reingesteckt. Ich meine, du hast nicht mal Kohle. Das geht gar nicht. Doch, ich hab doch Kohle. Wie viel? Ich verkauf schon Kohle. Oh, war der schlecht. Also. Du hast gefragt, ob ich Kohle hab. Ich hab ja, Kohle. Kohle im Sinne von Geld. Zaster, ha? Ja, 5000. Ja, siehst du, ich hab meine 1,8 Millionen. Du bist ja auch bad, Andre. Du bist ja richtig bad. Ja, ich bin badass. Motherfucker. Ja, Leute. So bin ich. So, Oh, ich mach wieder 3000. Etage. Wir brauchen mehr Arbeit, um Gewinn zu machen. Ich weiß. Deswegen kriegt ihr auch 2 Apartment-Etagen. Ha, ja. Ja, freut euch. Die ganze Stadt freut sich über eine Apartment-Etage. Ja, ich mach wieder 7000 plus. Jetzt kommt's wieder. Immer 12.000, 11.000 minus. Ah, jetzt geht's runter. Ich darf nur keine Finanzkrise kommen, dann bin ich echt am Arsch. Sag mal, importiert die hier wohl oder was? Nein, importiert. Ja, wieso importiert denn die Rohöl? Bist du bescheuert oder was? Du nimmst schon unser Lokales irgendwie. Ganz ehrlich, ich kann eine komplette Omega-Fabrik schließen. Ja, das liegt einfach an den scheiß Straßen, dass sie so kaputt sind. Normalerweise müsste ich die komplette Straße einfach komplett hier abreißen. Ja? Die Ölquelle. Scheiße, aber dann müsste ich halt auch die ganzen. Die Akademie und sowas schließen und müsste ich. Oh fuck, Alter. Dann müsste ich aber ganz schön viel umbauen, wenn ich hier so eine Straße umbauen möchte. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben 1,8 Millionen. Wir machen das. Aber die Akademie kann ich nicht abreißen. Dann geht die ganze Bild, geht die ganze Stadt in Schund, Grund und Asche.
Oh, Leute. Oh, ich hab die Alchemie abgerissen. Ich sollte mich schämen. Echt? Ja. Naja. Ich reiß gerade ein bisschen mehr ab. Ja, weil ich die ganzen Omega-Fabriken reise ich jetzt ab. Ich baue jetzt eine richtig fette Hauptstraße da rein. Die einfach durch die Map geht. Und erstmal die Abwasserstralisatoren abmachen. Ah, und wechseln sie. Und erstmal die ganzen. Und die Fabrik und die Öl und alles wird weggerissen. Boah, ist aber schon viel, was ich hier wegreiße. Ne? Boah, und die ganzen Schulen und Universitäten werden mit abgerissen. Ich lese mal vor, was planiert wird. Schwerhörnchen, Erzbewerk, Handelsquelle, Ölquelle, Gymnasium, Omega-Kofer, Müllhalde, Busbahnhof, Omega-Kofabrik, große Feuerwehrwache, Grundschule, allgemeine Hochschule. Und mach ich. Boah, wie das aussieht. Der Chaos bricht alles ein. Also, ich gucke jetzt mal bei Ander vorbei. Boah. Wenn... Ah, nee, doch. Bei mir steht noch alles. Ich habe gerade ganz schön viel abgerissen. Leider. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich die Straßen gebaut habe. Oh fuck, ich habe was Falsches abgerissen. Das hätte ich jetzt nicht abreißen. Ich reiß mir dann jetzt den Megatürme ab, Ander. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Straße gelaufen ist. Ich glaube, die ist hier so rein, gell? Ah, da. Ja, Leute, ich weiß, dass es jetzt sehr schockierend aussieht, aber wir müssen das tun. Ja? Das ist einfach für die Optimierung der Stadt halt. Ihr kennt das alle sicherlich. Ja, wenn große Autobahnen gebaut werden durch Garmisch, habe ich schon. Durch Deutschland, so ist das hier auch. Ja? Wir müssen halt leider einiges umgehen. Ja, nee. Mein Gott. Ja, es ist doch so. Oder wurde bei euch noch nie was umgeändert? Nein. Nicht? Ja, bei uns eigentlich auch nicht. Ja, bei uns ist halt so. Nee, eigentlich bei uns. Aber bei uns auch nicht. Ja, bei uns war halt nur wegen Zwecks Olympia hier gaben schon so eine Sprache, ob wir nicht so in unserem Berg hier so einen fetten Tunnel für Umgebung von Garmisch bauen und jetzt anscheinend nicht mehr. Weil sich, also wir alle hier unter Ort und viele andere haben sich ja gegen die Olympia in Deutschland ausgesprochen. Zumindest hier bei uns im Ort. Was ja auch definitiv richtig war. Na, scheiß drauf, ich reiß das mal alles ab, Mann. Auch wenn ihr jetzt euch denkt, warum machst du das, bist du doof? Aber es hat schon Sinn Grund. Ah, ich freue mich schon. Ja, die Kommentare, da freue ich mich auch. Nein, ich meine, ich freue mich dann, dass du deinen Schritt abreichst. Dann möchte ich mal sehen, wie du das managest. Du kannst ja schon mal auf meine Map gucken. Also du siehst halt schon gut, dass ich was abgerissen habe, ne? Die Leute dürften es ja sehen. Weißt du was, ich baue jetzt mit Straßenbahn. Because I can do this shit. Oh nee, ich darf. Nee, ich mach ohne Straßenbahn. Die Leute, die müssen klarkommen, ohne Straßenbahn zu bauen. So, jetzt suche ich mal, wo man hier noch Häuser bauen kann. Straßenupgrade zum Erhöhen der Dichte. Das klingt doch schon mal gut. Ja, ich reiß einfach mal die komplette halbe Stadt. Ich reiß jetzt alles ab, ne? Außer Industriegebiet und so ein Shit. Nee, die auch. Ich mein das Wohngebiet. Wir machen jetzt einen kleinen Neuanfang, nämlich, Leute. Ich weiß nicht, ob ich die Fabriken ab... Hey, ja, scheiße, ich hab Geld. Jetzt dann machen wir halt ein bisschen Schulden, ne? Ah! Stimmt! Machst du jetzt einen Kredit, oder was? Nein! Ich habe ja ganz vergessen, dass ich dann... dass da noch Öl ist und dass ich das irgendwie auf die andere Seite kriegen muss. Okay. So. Ja, Industriegebiet erstmal ausweisen, ne? Sollte erstmal reichen für den Anfang. Und alles, was jetzt hier steht. Boah, machen wir schon viel. Ich sag euch, Leute, ich reiß erstmal alles weg, weil. Rathaus müssen wir alles abreißen. Wir müssen nämlich hier die besseren Straßen verlegen. So leid es mir tut, aber wir müssen den Scheiß machen. Kostenlos oder ja, gut, kostenlos. Es wird mich wieder viel Geld kosten. Aber hey Leute, wir machen jetzt ein Plus wieder. So schön. Oh, jetzt sind die Straßen verbunden. Siehst du, und jetzt haben wir schöne Straßen hier liegen. Ich könnte jetzt noch eine ganz gerade hier hinterzimmern. Weil wie wäre es? Komm, das machen wir doch, oder? So nach hinten? Ah, ja. Scheiß Bürgermeisterhaus. Das wäre doch.